Willkommen Leute zu diesem Spieltest Clash of Clans. Eines meiner Lieblingsspiele, persönlichen Lieblingsspiele. Ich bin vor kurzem Rathaus Level 8 geworden. Das hier sind Goldminen. Bekommt man halt Gold. Und das hier sind Elixiersammler. Rosanes Elixier. Und das sind Bohrer für dunkles Elixier. Davon gibt's halt nochmal die Lager. Aber, naja. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ich will euch halt nur das Spiel ein bisschen zeigen und wenn's euch gefällt, mache ich's auch weiter. Das ist ein Händler, der kommt jeden Tag neu. Da gibt's einige Tränke, aber ich glaube, wenn ihr das gucken wollt, dann kennt ihr euch auch schon aus. So, das ist die Bauarbeiterbasis. Da gibt's halt einen Bauarbeiter. Hier im Dorf, da habe ich schon 5. Wenn es euch gefällt, dann fange ich auch neu an und mache auch einen eigenen Clan. Ja. Ich würde mal sagen, dann machen wir ein paar Angriffe mit dieser Taktik hier. Den Helden mache ich gerade auf Level 8. Den Barbarenkönig. Ja. Oh. Da habe ich ein paar Zauber zu wenig, aber egal. Ich würde mal sagen, wir greifen jetzt jemanden an und ich zeige euch halt, wie das geht. Ha, der hat zu wenig Elixier, das sieht man hier oben, da. So, das hier, dieses Dorf, können wir mal versuchen. Können wir mal versuchen. Gegen den Magiern, meine Lieblingstruppe. Die Magier habe ich auch erst gerade eben auf Level 5 gemacht, also jetzt richtig cool geworden. Bessere Truppen gibt es nicht. Die machen mega viel Schaden einfach. Ich weiß auch noch gar nicht, wie lange diese Folge werden soll. Mal gucken. Ja, und wir haben es natürlich nicht geschafft. Ich dachte, wir würden es schaffen. Schade eigentlich. So, hier in der Bauarbeiterbasis. Ich sag auch oft Nachtdorf, kann man auch angreifen. Machen wir jetzt auch mal. Da kann man allerdings kein Gold und Elixier klauen, sondern nur der am meisten Prozent kaputt gemacht hat, bekommt die ganzen Sachen. Okay, 79% mit 2 Sternen, das ist ganz okay, das ist ganz gut. Mortesa. Okay. Oh, das sieht nicht gut aus für mich. 59%. Oder doch, ja.
Ich habe gewonnen, weil ich mehr Prozent hatte, 20% mehr. Dann bekommt man halt den Siegbonus. Ja, und das ist halt der Battle Pass oder auch Kampfpass. Ja, hier kann man Herausforderungen machen. Zum Beispiel das hier mache ich gleich. Ja, dann bekommt man hier oben diese Punkte und kriegt ganz viele Belohnungen. Ist eigentlich ziemlich einfach, da Punkte zu bekommen. Ich meine, 320 Punkte für 500.000 Elixier, das ist ziemlich wenig. Und für so eine tägliche Aufgabe bekommt man 20 Punkte. Also, ja. Ist leicht verdientes Geld eigentlich. Ja, habe ich schon gerade eben geguckt. So, dann greifen wir nochmal an. Oh. Da könnte man sehr leicht alles platt machen. Na gut. Die laufen aneinander vorbei. Und ja, der gegnerische Barbarenkönig ist platt. Kommt, das schafft ihr doch. Ja. Gut gemacht. Oh, aber ich glaube, wir schaffen kein 100. Ja, okay, ich warte mal kurz. Ah, hier oben fehlt noch was. Ist natürlich doof. Ja, okay. Das ist der Sternebonus, den kann man pro Tag, glaube ich, zweimal bekommen. Der wird in der Klemburg drinnen gelagert. Ich bin gerade in dem Clan hier. Hashtag The Return. Ja, ist eigentlich ganz, ganz gut. Ups. Punkte. Mein Clan ist ganz gut, aber nicht so aktiv leider. Ja. Hier sind verschiedene Truppen. Hier kann man auch ich glaube ohne WLAN. Ah ne, ohne WLAN funktioniert auch Clash of Clans nicht, ist ein bisschen doof. Man könnte ja eigentlich trotzdem hier Ressourcen einsammeln, Truppen ausbilden und halt, hier sind halt Kobolde, angreifen. Geht aber leider nicht. Ist ein bisschen schade. Okay, dann greife ich hier nochmal an. Ist halt so ein Clash of Clans Spieltest, ob ihr mehr wollt. Natürlich geht der da hin, wo er nicht hingehen soll. Super. Ja. Die laufen alle nicht zu mir. Zur Meisterhütte. Warum nicht? Wollen die Meisterhütte nicht kaputt machen, glaube ich. Ja.
Und das passiert dann. 48% und ich werde verlieren, oder? Huya City. Okay. Entweder ich oder er hat gerade WLAN-Probleme. Hallo? Er hat nur Lakaien, leuchtende Lakaien genommen. Ich gehe noch mal kurz raus. Okay. Habe ich halt hier verloren. Hier oben kann man, bekommt man Sachen vorgeschlagen, die man nutzen kann, aber ich habe nicht genug Ressourcen. Ah, hier kann ich noch eine Goldmine verbessern. Ja, okay, ich glaube, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann stimmt mal rechts oben beim i ab oder lasst mal Likes da. Dann sehen wir uns vielleicht in der nächsten Folge, wenn ihr mehr wollt. Und dann würde ich dann auch neu anfangen. Also ich würde diesen Account behalten und mit Mr. Simulation einen neuen Account machen. Also Leute, bis dann und tschüss.